BenQ stellt sein erstes UHD 32 Zoll Display vor. Der BenQ BL3201PT bietet überlegene Bildqualität mit 100%iger sRGB, 4K-Auflösung und produktive Monitoraufteilung. Wir von Neues24 haben uns den neuen UHD im Alltagstest einmal angeschaut. Hier nun unser erster Eindruck vom neuen BenQ 32 Zoll 4K-Monitor. Beeindruckt waren wir schon beim Auspacken, als der riesige Monitor geliefert wurde. Der 4K-Monitor erschlägt einen auf den ersten Blick. Ganz ohne Anleitung ließ er sich mühelos zusammenbauen. Kann der BenQ UHD unsere beiden Arbeitsmonitore wirklich ersetzen? Das war die nächste Frage. Und passt er in den Computerschrank? Passt. Nach einigen Handgriffen war der Monitor aufgebaut und im Schrank integriert. Jetzt erfolgt ein Kennenlernen. Einstellungen ausprobieren, was geht wie am besten. Positiv fällt sofort die kleine Fernbedienung auf. Das ständige Tastengedrücke, wie an den herkömmlichen Monitoren, fällt weg. Nachdem man seine Konfigurationen aus den vielen Möglichkeiten, die der Monitor bietet, gefunden hat, kann die Arbeit losgehen. Zuvor wird über den Switch im Monitormenü der Energiesparmodus eingestellt. Mit einem Infrarotsensor wird ständig geprüft, ob jemand vor dem Monitor sitzt. Geht man weg, so stellt er sich ab. Setzt man sich wieder vor den Monitor, erkennt er dieses und schaltet sich sofort ein. Eine sehr sinnvolle Sache. Für den Alltagsbetrieb nutzen wir den 32 Zoll UHD-Monitor mit Full-HD-Einstellung. Texte lassen sich wunderbar schreiben. Die Schrift wird ohne Schlieren und scharf dargestellt. Bei der Bildbearbeitung wird der Monitor nach Bedarf auf die Bildschirmauflösung 2564x1440 oder auf die 3840x2160 Auflösung umgestellt. Hier spielt der BL3201PT mit seiner 4K-Leistung seine volle Stärke aus. Schnell kann man zwischen den Windows-Fenstern schalten, was das Arbeiten um ein Vielfaches erleichtert. Die scharfe 4K-Auflösung und der 100%ige sRGB-Farbraum lassen die Farben auf dem Monitor perfekt rüberkommen. Besonders gut ist der BL3201PT 32-Zoll-Monitor im Videoschnitt einzusetzen. Durch die große Bildfläche lassen sich Videospuren, Effekteinstellungen und der zu bearbeitende Film sehr gut darstellen. Auch hier überzeugt der 4K 32 Zoller. Zur Technik sollte man unbedingt noch sagen, dass das Display über zwei Displayports, einmal DP, einmal Mini-DP, zwei HDMI, eine Dual-Link-DVI, verfügt. Die 4K-Zuspielung mit 60 Hz funktioniert nur über die Displayports. HDMI und DVI können 4K-Signale nur mit maximal 30 Hz übertragen. Der BL3201PT ist stufenlos höhenverstellbar, zudem kann man ihn neigen, zur Seite schwenken, sogar Hochformat drehen ist möglich. Zur Ausstattung gehören außerdem ein USB 3.0-Hub und ein Slot für SD-Karten. Die Display-Pilot-Software des Monitors erkennt die Lage des Displays und richtet die Inhalte aus zwei verschiedenen Eingängen gleichzeitig nebeneinander aus, was bei vielen Anwendungen einen zweiten Bildschirm erspart und somit die Kosten für den zweiten Monitor entfallen. Man bedient den Monitor über ein On-Screen-Display und dem auf dem Standfuß untergebrachten OSD-Controller. In unserem Fazit überzeugt das neue BenQ LED-Display
mit seiner 4K-Auflösung und seinen beachtlichen 32 Zoll, was einer Bildschirmdiagonalen von 81 cm entspricht, voll und ganz. In der Kombination mit hohem Detailreichtum und flexibler Bildschirmaufteilung profitiert der Anwender. Der Preis für den BL3201 PT liegt bei 999 Euro UVP inklusive Mehrwertsteuer. Kauftipp für den BenQ BL3201 PT.